Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 29. April 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Stier. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Stier in Osthorizont auf. Und das bedeutet für die Stiergeborenen ein Aufstieg. Etwas ins Licht zu bringen, etwas präsentieren, sich im Mittelpunkt stellen. Und sie suchen die Wahrheit. Unserem Planet Erde bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Skorpion. Planet Erde bedeutet Sicherheit, Stabilität, feste Boden unter unseren Füßen, aber auch die Natur, Naturverbundenheit. Und das ist eine Botschaft gerade für die Skorpiongeborenen. Sie sollen dafür sorgen, dass es Sicherheit und Stabilität kommt. In Finanzen, in beruflichen, aber auch in die Liebe, Partnerschaft. Sie brauchen gerade einen festen Boden unter ihren Füßen oder sie sollen schlicht einfach die Natur genießen. Mond hat eine zunehmende Mondphase, es nähert sich zu Vollmond und bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage im Grenzbereich, weil übergeht Mond in Tierkreiszeichen Skorpion. Die heutige Mondenergie wirkt selbstverständlich, wir spüren das Tag zu Tag. Mond beeinflusst ganze Meere, ganze Ozeane, das ist die Mondkraft, was die Ozeane bewegt, was wir als Ebbe und Flut kennen. Wenn diese Kraft so stark ist, dann natürlich wirkt das auf unserem Leben auch. Und wir dürfen nicht vergessen, dass unser Körper Großteil aus Wasser besteht und unseren Gefühlen ist zu Element Wasser zugeordnet. Natürlich beeinflusst die Mondenergie unserem Gefühlszustand. Aber nicht nur die Mond, sondern auch Sonne, weil die Licht, was wir sehen, das ist eigentlich die Licht von der Sonne. Mond hat kein eigenes Licht. Mond empfängt die Licht von der Sonne und reflektiert uns weiter. Nicht nur das, sondern Mond empfängt die Energie von Sternen und das reflektiert uns auch weiter. Natürlich beeinflusst unserem Alltag, beeinflusst auch unserem Gefühlszustand. Aber das ist nicht nur die Mond, sondern Mond sammelt die Sonnenenergie und auch die Energie von Sternen, was natürlich auch Sonnen sind. Diese Sternen im Himmel sind auch Sonnen. Und sogar gibt es auch Sonnensysteme in unserem Weltall. Also das, was Mond vermittelt, was wir auch spüren, natürlich haben wir unserem Selbst und wir sollen unserem Selbst beherrschen, unserem Leben, unserem Schicksal beherrschen, aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben Einflüsse von außen und dazu gehört auch die kosmischen Einflüsse. Und wenn wir im Einklang sind mit diesen kosmischen Einflüssen, dann sind wir im Einklang mit der Natur, sind wir im Einklang mit uns selbst. Die heutige Mondenergie beeinflusst folgenden Maßen den Tag. Das ist wie eine Grenze. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind kurz vor Vollmond. Und da bekommen wir natürlich die Neuorientierung, die Klarheit. Und jetzt kurz davor ist wichtig, wie in eine Grenze etwas noch verabschieden, loslassen, damit wir befreit sind für etwas Neues. Welche Themen handelt sich das? Wenn jemand sich bedrückt fühlt im Arbeitsplatz, natürlich entstehen Ängste, kündigen. Aber mindestens mal Gedanken machen, was wäre dann, wenn doch eine Kündigung kommt oder befreien von dieser Arbeitssituation, befreit zu fühlen, damit etwas Neues kommen kann.
dem Weg zu der Berufung? Oder sind es Bekanntenkreis, Freundeskreis, was uns auch betrügt, weil das sind vielleicht schöne Kontakte, aber sind vielleicht andere Kontakte, wo wir nicht trauern, Nein zu sagen, weil wir versuchen, alle recht zu machen. Und das kostet uns sehr viel Kraft, Zeit und Energie. Das davon mal befreien oder Gedanken machen, wie sieht es aus in die Ehepartnerschaft. Ist es glücklich, dann sollen wir das auch befestigen. Wenn das weniger glücklich, sondern fühlen wir uns gefangen, wie wäre dann mal davon zu befreien? Und worüber wir noch Gedanken machen sollen, das ist unserem Gefühlen. Weil das sind die größten Hindernisse, wie Schuldgefühl oder Angst. Von diesen Gefühlen unbedingt befreien, weil das sind die größten Stolpersteine in unserem Leben, blockiert uns, geht nichts voran. Dann wundern wir, warum das alles nicht klappt, weil die Angst löst es aus, Unbeweglichkeit. Und das ist die heutige Mondenergie, wo wir noch nachdenklich sein sollen oder zurückblicken. Was sollen wir verabschieden? Wovon sollen wir loslassen? Manchmal sind das ein Gedankenmuster, wovon wir verabschieden sollen. Oder die Einstellung sollen wir vielleicht verändern. Wir müssen nicht immer alles verändern, nur überprüfen. Was ist für uns vorteilhaft? Und wovon sollen wir wirklich befreien, damit etwas Neues kommen kann, offen zu sein für etwas Neues, mal die Einstellung ändern. Oft sind das Gegenstände, ein Buch oder ein Geschenk, was für uns eine schlechte Erinnerung hervorruft. Dann von diesem Gegenstände auch mal befreien, weil das blockiert uns aus. Dann haben wir den Überblick in unserem Haus. Also all diese Dinge sollen wir mal Gedanken machen, weil das ist die heutige Mondenergie, das zum Klären in Ordnung zu bringen. Und dazu empfehle ich die blaue Fluorit, weil das ist die Thema. Unterdrückten Gefühlen kommen hoch durch den Einfluss von blaue Fluorit. Da mal da anschauen, welchen Gefühlen versuchen wir unter dem Teppich kehren. Oder konzentriert auf den Wesentlichen konzentrieren, von Ängsten befreien. Dann ist auch wichtig, die Einstellung ändern, Enttäuschungen loslassen, verabschieden, von Ängsten befreien, dass wir zur Ruhe kommen, weil das schränkt uns alles ein. Und dann kommt etwas im Fluss. Diese Fluorit heißt auch übersetzt, es kommt von Latein, fließend, damit endlich etwas im Fluss kommt. Dieser Halbedelstein stärkt auch die Liebe, Partnerschaft, kommt mehr Klarheit, mehr schöne Gedanken, dass wir auch von negativen Gedanken befreit sind. Natürlich, dann kommt die Angst dazu, dass von Ängsten befreit sind und hat eine beruhigende Wirkung. Und das ist die Empfehlung für mich heute und das passt zu dem heutigen Mondenergie. Und wie können wir das entladen und aufladen? Entladen können wir entweder mit Hämatit, in eine Schüssel legen mit Hämatit, dann wird die Halbedelsteinfluorid entladen, oder mit lauwarmes fließenden Wasser einmal in die Woche bereinigen. Und dann können wir mit Sonnenenergie aufladen, auch mit Bergkristall aufladen, das stärkt auch die Energie. Und dazu kommt natürlich die Mondenergie. Und das sollen wir immer die Themen aufladen von Mondenergie. Tag zu Tag können wir das alle paar Tage mal machen, wie sich die Mondbewegung ändert und wechselt von einem Tierkreiszeichen zum anderen Tierkreiszeichen. Jetzt bei Waagen handelt es sich um Liebe, Partnerschaft oder Kunst, Kreativität oder Selbstständigkeit. Und bei Skorpion natürlich stärkt die Sexualenergie und die Tierkreiszeichen Skorpio ist die Wandlung. Was wollen wir loslassen? Genau diesen Prozesse, was ich vorher beschrieben habe, passt auch sehr gut zu Thema, zu dem Mondeinfluss und auch die Skorpion-Energie.
Und welche Einflüsse gibt es noch von Sternen? Die heutige Mondbewegung bekommt einen Einfluss von Bärenhüter. Und dieser Bärenhüter bewacht und hütet den großen Bär und kleinen Bär. Dazu gibt es auch eine Geschichte. Es gab eine wunderschöne Frau, Callisto. Und Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen und verführte Callisto. Das Problem war aber, dass Zeus verheiratet war mit Hera. Und Hera kriegt das immer hin, ist auch sehr eifersüchtig und bestrafte Callisto. Callisto war aber schwanger und gebar einen Sohn namens Arkas. Und Hera verwandelte Callisto in einen Bär und vertrieb ins Wald. Ihr Sohn Arkas wurde größer und ging ins Wald zum Jagen und begegnete mit seiner eigenen Mutter. Die Mutter Bär, also Callisto, erkannte an Arkas, dass das ihr Sohn ist und wollte umarmen. Aber Arkas wusste nicht, dass dieser große Bär seine eigene Mutter ist und wollte den großen Bär töten. Bis dann Zeus kam zum Rettung und rettete den beiden, Callisto und Arkas, den großen Bär und den kleinen Bär. Und sie stehen auch sehr nah. Und das in diesem markanten Stammbild im Himmel, das großen Bär und kleinen Bär oder große Wagen und kleinen Wagen. Und es ist sichtbar im Himmel. Und hier im kleinen Bär befindet sich auch unserem Nordpol, die Polarstern. Und in die Nähe befindet sich diesem Sternbild Bärenhüter und hütet und bewacht den beiden Bären. Sieht aus wie eine Drache und es ist ganz leicht im Himmel zum Erkennen. Und das sind die Einflüsse, also das heißt Schutz. Entweder wir beschützen jemand, behüten wir etwas oder wir bekommen Schutz. Beide ist möglich. Und wie wirkt es auf den einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen brauchen Klarheit, brauchen Orientierung. Sie bringen etwas ins Licht oder sie sprechen die Wahrheit an oder sie hören etwas, was die Wahrheit entspricht. Und sie haben die Bedürfnis wahrgenommen werden. In die Liebe, Partnerschaft fühlen sich ein bisschen unsicher die Stiergeborenen. Aber in die kommenden Tagen kommen Ereignisse, was spiegelt etwas für die Stiergeborenen. Das kann die Liebe betreffend sein, aber auch beruflich. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist ein sehr wichtiges Thema in die Liebe und Partnerschaft. Jetzt ist auch die Leichtigkeit da. Und das ist dieses Spielerische. In den kommenden Tagen werden die Zwillingsgeborenen unsicher sein, gerade was die Gefühle betrifft, die Emotionen betrifft. Sie wissen nicht, sollen sie emotional sein, Gefühlen zeigen oder eher das Zurücknehmen, Zurückhalten. Diese gewisse Unsicherheit wird dann in den Tagen die Zwillingsgeborenen verspüren. Eine gute Nachricht, ein schönes Gespräch ist zum Erwarten oder die Zwillingsgeborenen erfahren irgendwelche Geheimnisse. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtig immer noch die Ruhe, weil im Ruhe liegt die Kraft. Wenn die Krebsgeborenen verlieren die inneren Gleichgewicht, diese innere Ruhe, dann werden sie müde, erschöpft sein. Und damit das alles klappt und haben diese Harmonie, ist wichtig die Rückzug, die Zuhause, das gemütlich zu machen. Aber allzu viel oder ganze Zeit nur zu Hause sitzen und nichts tun, wäre vielleicht auch nicht die Lösung, sondern hier brauchen die Krebsgeborenen die Balance. 50% Ruhe, Zurückgezogenheit, das eigene Zuhause genießen, verschönern, bequem zu machen, ausruhen und 50% etwas unternehmen. Und so finden sie die inneren Gleichgewicht, die inneren Balance. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben karmischen Themen, neue Aufgabe.
Das kann die Berufung sein oder die Suche nach etwas, was die begeistert, oder sie verspüren diese schöpferische Kraft und präsentieren das und starten etwas Neues oder eine karmische Begegnung, ein Neubeginn in die Liebe, Partnerschaft. Diese Leichtigkeit spüren sie, die Löwengeborenen, auch die Veränderungen, auch die gute Nachricht. In den kommenden Tagen wird eine gewisse Unruhe da sein, aber das dauert nicht lange. Das sind Momente im Leben und dann kommt wieder die Begeisterung. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren war zu viel im Arbeit. Teilweise waren Tage, wo die Jungfrau geborenen unzufrieden waren im Arbeitsplatz oder zu wenig Anerkennung bekommen haben, das kränkt auch. Da ist eine gewisse Verbesserung da, das bringen die Jungfrau geborenen gerade die Ordnung und endlich können sie erholen, ausruhen und in Freizeit etwas unternehmen, etwas, was die Jungfrau geborenen gerade begeistert oder mit Kindern etwas unternehmen. Oder ein Neuanfang, eine neue Hobby, neue Begegnungen, neue Freundschaften. Es wird in den Tagen aktiv sein, kommt alles im Fluss. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Was die Gespräche betrifft, nicht nur warten, sondern die Kontakt suchen, auf anderen zuzugehen oder zuhören, was der andere meint. Die Gespräche sind auch sehr wichtig, aber nicht nur passiv verhalten, sondern wirklich aktiv sein. Die Wagengeborenen nehmen ihren Gefühlen intensiv wahr und in den kommenden Tagen kommt auch etwas im Fluss, eine Wandlung, etwas von etwas verabschieden, vielleicht von Gefühlen wie Angst und etwas Neues beginnen. Das spüren sie ganz stark, gerade die Wagengeborenen. Einigen Wagengeborenen möchten eine Veränderung im Beruflichen, etwas verändern in beruflicher Situation oder ein Wechsel ist auch möglich. Die Tierkreiszeichen Skorpion geborenen bewegt sich einiges in die kommenden Tage und sie nehmen ihren Gefühlen intensiv wahr. Was die Liebepartnerschaft betrifft, da fühlen sich die Skorpion geborenen etwas unsicher. Aber sie sollen diese Unsicherheit überwinden und die Kontakte suchen, Gefühle zeigen, aktiv zu sein. Es ist möglich, dass viele Themen kommen noch zurück von Vergangenheit oder Begegnungen von Vergangenheit. Die Tierkreiszeichen Schützen geboren, kommen Veränderungen und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. In den kommenden Tagen werden ihren Gefühlen bewusster wahrnehmen, kommt auch einiges im Fluss und diese Veränderungen sind spürbar oder Vorbereitungen, weil noch ein bisschen Geduld, dann wird es noch intensiver sein, mehr Kontakte, mehr Gespräche, Bewegung oder eine Reise oder Sport, also die Aktivität nimmt zu, gerade bei den Schützengeborenen und eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Bei Tierkreiszeichen Steinbock geboren ist etwas speziell, weil die Steinbock geboren haben gerade Prozesse im Leben. Das heißt, die Sehnsüchte, die Wünsche, die Träume wahrnehmen. Die Steinbock geboren sind nicht unbedingt die großen Träumer und das ist gerade die Lernaufgabe, es mal auch ernst zu nehmen. Das als Ziel setzen, das zu verwirklichen. Die Steinbock-Geborenen neigen aber dazu, davonlaufen, das zu verdrängen, diesen Gefühlen. Vielleicht schämen sie sich dafür, brauchen sie nicht, sondern wirklich diese Träume leben und etwas in Form zu bringen. Schicksalhafte Veränderungen kommen und diese unangenehme Nachricht oder unangenehme Gespräche, das lässt nach. Also das heißt, da kommen auch Lösungen. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen haben gute Energie, Erfolg im Beruf, Glück in die Liebe, Partnerschaft, schöne Gespräche, eine gute Nachricht. In den kommenden Tagen werden sie sich nicht so wohl fühlen, aber das sind auch nur Momente im Leben, dann kommt wieder Verbesserung. Und was bei den Wassermann-Geborenen noch wichtig ist, die Karma, alte karmischen Erinnerungen, alte karmische Begegnungen.
Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist Glück in die kommenden Tagen, kommt endlich etwas in Bewegung und kommt Bestätigung in die Liebe, Partnerschaft. Haben die Fischengeborenen noch Angst oder sie drücken sich davon, Gefühle zu zeigen oder sind sie zurückhaltend? Aber in anderen Bereichen, anderen Lebensbereichen wie Freundschaften, Bekanntschaften oder die berufliche Situation, da haben die Fischengeborenen Glück. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist auch etwas speziell. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Es ist nicht typisch von den Wiedergeborenen, weil sie sind eher aktiv und die Neuigkeiten begeistert die Wiedergeborenen. Trotzdem ist besser jetzt meditieren, nachdenklich sein, zurückhaltend sein, weil daran liegt gerade die Kraft. Natürlich wird das auch wieder ändern, aber momentan wäre das die Energie für die Wiedergeborenen. Und das war mein Tageshoroskop und wie immer erwähne ich noch die Blitzberatungen. Was ist es, wie funktioniert das? Es sind E-Mails-Beratungen und es geht wirklich blitzschnell. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail. Sie können das auch ausführlich schreiben. Ich nehme gerne die Zeit dafür. Und ich beantworte diese E-Mails blitzschnell. Noch im selben Tag, aller spätestens im nächsten Tag, bekommen Sie schon eine Antwort per E-Mail. Und ich beantworte die Fragen. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.